Okay, ich würde dann einfach sagen, ich fange jetzt an, weil er schon 10 nach, 11 nach. Gut, finde es schade, dass heute so relativ wenig Piraten hier sind. Also für eine Partei mit in Hessen fast 2000 Mitgliedern ist das eigentlich dramatisch, dass so wenige heute hier da sind. Aber schauen wir mal, ob wir es vielleicht geändert kriegen. Ich habe meinen Vortrag, und es ist wirklich ein klassischer Vortrag, von der Transparenz ins flammende Inferno, der Weg der Piraten an die Macht genannt. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Matthias Tampa-Haferkock. Ich habe Soziologie, Philosophie und Literaturwissenschaften in Frankfurt am Main studiert und bin heute Sozialarbeiter in Offenbach. Bin spezialisiert auf die Arbeit mit männlichen, dissozialen Jugendlichen. Was auch eine ziemlich komplexe Geschichte ist. Und ich bin Vater von 3 Töchtern, 48 Jahre alt und jemand, der richtig im normalen Leben steht. Trotzdem bin ich in diese Partei eingetreten, obwohl ich eigentlich genug zu tun hatte. Ahoi, liebe Mitpiraten. Anlass für diesen Text waren 2 Bemerkungen der letzten Monate, die mir zu denken gaben. Die eine war eine zufällig aufgeschnappte Bemerkung einer Piratin aus einem anderen Bundesland. Alle wichtigen hessischen Piraten in Hessen treffen sich am Öster Stammtisch. Die andere, Jürgen Erkmanns Einleitungssatz zu seiner Bewerbung als Bundesvorsitzender. Ich bin Pirat seit Februar, lange Pause, 2007. In beiden Bemerkungen kam meiner Ansicht nach etwas zur Sprache, was längst Fakt ist, aber bisher innerhalb der Partei nicht an geeigneter Stelle diskutiert wird. Das ist die Tatsache, dass sich längst innerparteiliche Eliten, die auch als solche wahrgenommen werden und wahrgenommen werden wollen, herausgebildet haben, aber dass eben dieses Faktum in der Partei nicht ausreichend offen diskutiert wird und vor allem nicht demokratisch legitimiert ist. Deshalb soll das Folgende auch kein Vorwurf an einzelne Leute sein, sondern lediglich der Versuch einer Analyse. Ich bin Mitglied der Piratenpartei geworden, weil mich damals auf dem Gießener Seltersweg ein begeisterter junger Mann überzeugt hat, dass die Piraten eine Mitmachpartei seien und meine Stimme deshalb nicht länger ungehört bleiben werde. Ich könne mich mit meinen Positionen einbringen und die Politik in diesem Land verändern. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich damals tatsächlich nicht mehr wusste, wen ich wählen sollte und aber zugleich wollte, dass ich die Politik in diesem Land ändern sollte. Den etablierten Parteien konnte ich nichts mehr abgewinnen. So bin ich also das erste und letzte Mal in meinem Leben Parteimitglied geworden. Nachdem ich Mitglied geworden war, kam die Initiation. Initiation ist euch ein Begriff, ja? Das war notwendig, weil sich viele Piraten der ersten Generation als Digital Natives verstehen und das Web 2.0 mit erschaffen. Mir eröffnete das eine vollkommen neue Perspektive auf das Internet. Ich war nämlich vorher ein Internetleser. Und ich war begeistert. Ich musste mir jetzt erstmal viele Fähigkeiten aneignen, von denen ich bis dahin nicht mal wusste, dass sie existierten. Und es handelt sich in der Tat um eine Initiation, denn es ist schlicht unmöglich, innerhalb einer breiteren Parteiöffentlichkeit wahrgenommen zu werden, wenn man sich nicht auf die verschiedenen Kommunikationskanäle einlässt. Ich habe mich also auf verschiedenen Mailinglisten angemeldet, mir einen Facebook- und einen Twitter-Account zugelegt. Ich habe gelernt, was eine Telco ist und wie man an ihr teilnimmt und dass man sogar gleichzeitig an einem Piratenpatch schreiben kann. Ich habe bei Liquid Feedback mitgestimmt und mich gefreut, dass fast alle Piratensitzungen gestreamt werden. Und ich habe schnell verstanden, dass allen diesen Modellen eins gemeinsam ist: der unbedingte Wille zur Transparenz. Was mir im Übrigen auch aufgefallen ist, dass auf allen Kanälen häufig sehr viel unqualifiziertes Geschwätz stattfindet, dass teilweise sehr leichtfertig und respektlos miteinander umgegangen wird und die andauernde Kommunikation über die vielen Kanäle und das sich Äußern zu beinahe jedem Thema mir fast so wie die aus der Medienlandschaft bekannte dauererregte Hysterie vorkam. Jeder weiß irgendwas zu irgendeinem Thema, aber niemand ist wirklich informiert. Vor allem aber kostet das Teilnehmen an den verschiedenen Transparenzkanälen sehr viel Zeit. Und ich habe mich dann bald gefragt, ob ich denn der Einzige bin, der noch was anderes zu tun hat. Trotzdem bin ich erstmal begeistert Pirat geworden. Nach kurzer Zeit konnte ich ohne mein Smartphone kaum noch aus dem Haus gehen. Dauernd gab es etwas Wichtiges zu twittern.
Meine Mails rief ich auch häufiger immer in den Abendstunden ab und all das fand ich ziemlich cool, denn die Piraten, die ich kennenlernte, machten das genauso. Ich fing bald auch an, während der Arbeit zu twittern, hatte Schwierigkeiten, meinen Gesprächspartner meine ungeteilte Aufmerksamkeit zuzuwenden und bei all dem fühlte ich mich bedeutender, denn auf meine Mails und Tweets wurde geantwortet. Ich wurde zu einer innerhalb der Partei wahrgenommenen Person. Im Real Life, auch das Wort habe ich gelernt, wurde ich zuerst zum regelmäßigen Besucher vom Gießener Stammtisch, begann Piratenpartei-T-Shirts in meiner Freizeit zu tragen, nahm an Infoständen in Gießen teil und begann den größten Teil meiner Freizeit für die Parteiarbeit zu nutzen. Das führte dann auch bald zu einem Vorstandsposten in Gießen und nach der Kommunalwahl zu einem Sitz im Kreistag des Landkreises. Dann kam sogar die Presse auf mich zu und ich konnte mein Bild manchmal in der Zeitung und meine Worte im Radio oder Fernsehen hören. Und ich begann, Leute, die sich meiner Meinung nach weniger als ich engagierten, als faul und uninteressiert zu empfinden. Während ich so immer mehr zu einem aufrechten Kämpfer für die Piratensache wurde, begann sich aber zugleich ein zunächst diffuses Gefühl einzustellen. Das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ein erster Auslöser war die Urlaubslektüre von Blödmaschinen von Metz und Sesel. Ein Text, der zu komplex ist, um ihn hier vorzustellen, aber so viel sei gesagt, in mir wurden ziemlich erhebliche Zweifel geweckt, ob das, was ich da trieb, nicht ziemlich blöd wäre. Zudem war mir aufgefallen, dass man die meisten Transparenzkanäle ziemlich einfach manipulieren kann. Also etwa die Tatsache, dass wenn man auf Twitter an mehreren Tagen hintereinander immer wieder ein paar kluge Anmerkungen macht, die Zahl der Follower recht schnell ansteigt und auch ebenso schnell fällt, wenn man ein paar dumme Sachen schreibt. Was mich aber endlich wirklich aufhorchen ließ, war die Tatsache, dass einige Piraten fast immer irgendetwas posten, also anscheinend immer an der Parteikommunikation teilnehmen. Sie scheinen in einem regelrechten Transparenzwettbewerb zu stehen. Sie sind fast immer online und haben immer auch etwas zu sagen. Sie sind wie der Igel schon immer da, wo der Hase noch hin will, und das ist schlicht eine Folge ihres digitalen Lebensstils. Das führt in der Folge dazu, dass jeder Pirat diese Piraten bereits kennt, bevor er sie tatsächlich auf einem Parteitag kennenlernen kann und dann entsprechend froh ist, seine Helden von Twitter oder der PPH tatsächlich mal live erleben zu können. Diese Piraten sind schon lange Parteimitglieder und haben deshalb fast alle auch schon eine sehr lange und immer länger werdende Liste von Tätigkeiten in der Partei vorzuweisen. Zu ihnen gehören mit Sicherheit die Leute in der Partei, die sich die meiste Arbeit machen und die am meisten Lebenszeit für die Partei verwenden. All das wäre nicht mal ungewöhnlich, denn bekanntlich gibt es in jeder Organisation eine relativ kleine Gruppe von Leuten, die den Großteil der Arbeit machen, während viele andere nur wenig beitragen. In der Piratenpartei ist es allerdings deshalb ein Problem, weil die Piratenpartei sich selbst als Mitmachpartei von anderen Parteien abgrenzt und die Bürger dazu auffordert, sich einzubringen und verspricht, dass dieses Mitmachen problemlos möglich sei. Genau das stimmt aber nicht, denn das Versprechen auf Chancengleichheit wird nicht länger eingelöst, weil immer schon welche da waren, die das Mitmachen schon früher und besser gemacht haben. Als Beispiel kann hier der Beginn von Jürgen Erdmanns Rede in Neumünster stehen. Nochmal ganz deutlich, ich greife nicht Jürgen an, sondern es geht mir um eine Strukturmerkmal. Er hat hier sehr deutlich sein frühes Eintrittsdatum als Ausweis seines Piratseins benannt. Und das stimmt ja insofern, als er natürlich schon sehr viel mehr für die Partei geleistet hat als andere. Er hat damit aber zugleich behauptet, dass eben dieses mehr machen und länger dabei sein ein Qualifizierungsmerkmal innerhalb der Partei sei. Und ja, mir ist bekannt, dass die Hessen nur die Übermacht der Berliner stutzen wollten, aber das ist hier nicht mein Thema. Damit sind wir bei der Gruppe von Piraten, die ich polemisch als Besserpiraten bezeichne. Ihr Vorhandensein ist meiner Meinung nach ein wichtiger Hinweis auf ein Problem, das die Piratenpartei hat, ohne es als Problem zu erkennen und vor allem ohne zu verstehen, dass das Problem nicht bei den Personen, sondern im Fehlen einer Struktur liegt. In diesem Zusammenhang kommt dem aus der Physik übernommene Begriff der Transparenz eine besondere Rolle zu. Wie ich oben schon gezeigt habe, ist Transparenz im Umgang mit der Piraten miteinander und mit dem Außen konstitutiv. Und man kann durchaus sagen, dass ein gewisser Wettbewerb herrscht, möglichst transparent und möglichst wenig auf eigene Interessen bedacht zu sein und auch vor allem nach innen so zu erscheinen. Die von allen geforderte Transparenz wird so zum äußeren Merkmal der richtigen Gesinnung eines Parteimitglieds. Es gibt sogar ein Wort dafür. Jemand ist piratig oder er hat eine piratige Haltung. Um Transparenz als modellhaftes Handeln in der Partei beherrschen zu können, müssen verschiedene Grundlagen gegeben sein. Zunächst die Bereitschaft und die intellektuelle Fähigkeit, sich in die verschiedenen Techniken einzuarbeiten.
und dann die Zeit, diese Techniken zu nutzen. Wer online ist, bekommt die wichtigen Diskussionen mit, antwortet rechtzeitig auf Anfragen, wirkt mit und gewinnt dadurch Anerkennung. Und wir Menschen tendieren dazu, die zu mögen, denen wir immer wieder begegnen. Für die Piraten, die schon lange dabei sind, die Digital Natives, die erste Generation, ist es vollkommen normal, sich im Web 2.0 zu bewegen. Für diese Gruppe von Piraten ist das Teil ihres Lebens. Trotzdem ist es natürlich so, dass sie die Tatsache, dass man sich auf diese Weise vernetzt, besser durchschauen als die Masse der Parteineulinge, die wir zunehmend haben. Es ist schlicht Professionalisierung. Wenn es nun aber um die Frage geht, wer Führungspositionen oder Mandate in Land oder Bundestag für die Partei übernehmen kann, wird aus dem Spiel plötzlich gnadenloser Ernst. Und hier kommt etwas ins Spiel, was einer meiner Lieblingssoziologen Max Weber am Beispiel der Calvinisten in der Zeit der Reformation beschrieben hat. Der eigene Gnadenstand, also der Zustand der eigenen Nähe zu Gott, kann im Calvinismus von Gläubigen zwar nicht länger durch Werke wie bei den Katholiken erlangt werden, aber durch ein gottgefälliges Leben nachgewiesen werden. Versteht man nun das transparente Leben und Arbeiten für die Partei als Piratenideal, wird deutlich, warum Piraten permanent den Beweis erbringen, dass sie im Gnadenstand der Transparenz leben. Julia Schramm mit ihrem Post-Privacy-Modell ist hier nur ein extremes Beispiel, aber sie ist auch an dieser Stelle so unbewusst wie konsequent. Twitter, Facebook und PPH sind nichts anderes als die modernen Äquivalente der religiösen Tagebücher im Calvinismus, die ja den doppelten Zweck hatten, dem Schreiber, aber auch dem Leser den Gnadenstand des Schreibers anhand der aufgeführten Leistungen zu verdeutlichen. Soweit klar? In dem Maß, in dem das Maß an gelebter Transparenz zum Ausweis der Position innerhalb der Partei wird, pervertiert die ursprüngliche Forderung des Klarmachen zur Tyrannei der Transparenz, die gar nichts mehr ändert, sondern nur noch das eigene Machtstreben verbirgt. Wenn man erst einmal verstanden hat, dass Transparenz in den Zustand des Besserpiraten führt, kann es nicht mehr verwundern, dass auch die Meinungsführerschaft ähnlich geklärt wird. Wer eine Zeit lang auf der PPH oder auf Twitter mitliest, dem fällt auf, dass sich immer wieder ähnliche Dramen abspielen. Jemand äußert eine Position oder stellt ein Thema und es folgt dann über einen mehr oder weniger langen Zeitraum eine mehr oder weniger erregte Diskussion, die in aller Regel mit der Feststellung einer gemeinsamen Position endet, manchmal auch mit der Feststellung, dass bestimmte Positionen nicht mit denen der Partei kompatibel seien. Hatten wir gerade kürzlich. Auffällig ist auch hier, dass es auch hier die immer wieder gleiche Gruppe von Piraten ist, die sich eines Themas annimmt und durch ihr gemeinsames Verhandeln der Positionen oder dem Eindreschen auf die, die vermeintlich falsche Positionen vertreten, letztlich die parteiverbindliche Linie festlegt. Und zugleich hört auch an dieser Stelle der Spaß auf. Denn es scheint immer nur richtige oder falsche Haltungen zu geben. Als abweichend empfundene Haltungen werden ausgegrenzt, wobei hier interessanterweise gerade andere autoritäre Modelle am deutlichsten bekämpft werden. Als richtig empfundene Handlungen werden verstärkt. Stichwort Flausch. Das geht bei Twitter sogar so weit, dass die Zugehörigkeit zu einer Denkgruppe durch Folgen oder Entfolgen angezeigt und auch angedroht wird, statt also Offenheit für andere Positionen zu erlangen und darin Anregungen für das Hinterfragen der eigenen Modelle zu sehen, werden fleißig Empfehlungen ausgesprochen, Leuten zu folgen, die das Gleiche denken, und es wird sofort angefragt, warum man denn irgendjemand mit der falschen Haltung folgt. Und so geschieht es, dass die Besserpiraten, ohne es ursprünglich intendiert zu haben, und das ist mir wichtig, und obwohl sie nur eine relativ kleine Gruppe innerhalb der Piraten sind, die Parteimeinung festlegen, bei deren Festlegung selbst dominieren und sich zugleich selbst als Meinungsführer installieren. Da aber Zeit ein knappes Gut ist und es offensichtlich immer wieder die gleiche Gruppe von Piraten ist, die Zeit hat, kann man feststellen, dass die gleiche Gruppe von Piraten auch fast noch alle Parteitage organisiert, dort die Versammlungsleitung bildet, dort fast alle Reden hält, fast alle Anträge einbringt und so weiter. Und spätestens, wenn diese Piraten sich demnächst gegenseitig auf die Listenplätze gewählt haben und sie nach den Wahlen im Besitz aller Mandate sein werden, sind sie nach außen und nach innen die Partei. Dass die Berliner Piraten kürzlich die anderen Landtagsfraktionen eingeladen haben, um ihnen zu erklären, wie der Hase zu laufen hat, wirft ein deutliches Schlaglicht. Nicht nur aus der Igelperspektive. All das ist an für sich weder neu noch außergewöhnlich. Es ist nur eben erstmal nicht demokratisch, und vor allem ist es genau das, was immer passiert. Es ist nicht neu. Oder um es in der Piratensprache zu sagen, es ist 1-0.
Ich unterstelle in diesem Zusammenhang niemanden Absicht. Meiner Meinung nach ist das, was da gerade passiert, nicht mal sonderlich überraschend. Es ist die Folge einer Verleugnung. Der Schlüssel zum Verständnis liegt wie so häufig in den sogenannten Nebensächlichkeiten. Und tatsächlich wirkt das regelmäßige Entgleisen der Teilnehmer der Mailinglisten ja zunächst einmal wie Ausrutschen. Meiner Ansicht nach ist es aber nur möglich, weil bei Twitter oder auf den Mailinglisten oder auch in den anderen sozialen Netzwerken etwas fehlt, was bei jedem guten Server von einem Online-Spiel sozusagen Grundlage ist. Es fehlt ein Administrator, der die Cheater oder Würstlinge kickt und damit erzieht. Es ist eine Tatsache, dass Kinder sich nur mit Hilfe sogenannter Resilienzen zu Erwachsenen entwickeln können. Resilienzfaktoren sind Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt. Die Faktoren haben bei der Bewältigung von Lebensaufgaben eine besondere Rolle. Fehlen diese im Wesentlichen durch andere Erwachsenen bereitgestellten Strukturen, werden Kinder zwangsläufig auf die eine oder andere Art verwahrlosen. Was das Fehlen von Resilienzen in der Entwicklung eines Individuums ist, ist für die Entwicklung der Piraten die konstitutive Verleugnung der Notwendigkeit von institutionalisierten Machtstrukturen. Jede Form von Verantwortung wird als Übergriff wahrgenommen, während sich zeitgleich längst nicht demokratisch legitimierte Strukturen gebildet haben. Ich will das, was uns da gerade passiert, abschließend noch kurz mit einem Ausschnitt aus William Goldings Lord of the Flies illustrieren. In seiner nur von Jungen bevölkerten Robinsonade zeigt Golding, wie sich eine Gruppe von 6- bis 12-Jährigen verhält, die schlagartig von jedem Einfluss durch Erwachsene abgeschnitten ist. Zunächst von Kultur und Zivilisation geprägt, verhalten die Kinder sich mehr und mehr nach ihrem jeweiligen Charakter und es entwickelt sich ein gewalttätiger Konflikt, der schließlich zu Mord und Totschlag führt. Genau das passiert zurzeit bei den Piraten, und zwar bis in die Details. Zunächst befanden sich die Piraten auf der Insel der Glückseligen. Sie sind im Besitz der neuen Denke, der Befreiung der Wähler aus der Unmündigkeit, in die sie durch die bösen anderen Parteien gestürzt wurden. Die Wähler sind begeistert, die Hoffnung auf eine bessere Welt scheint auf. Oder bei Golding, die anfängliche Beschreibung der Insel und des Sonnenlichts auf dem Wasser legt ein Paradies nahe, in dem die unschuldigen Kinder eine neue Chance bekommen. In diesem ersten Stadium wollen sich die Piraten gegenseitig nichts tun, jeder Neue wird begeistert begrüßt. In der Folge werden die Waffen geschärft, die Positionen werden geklärt. In den entstehenden Kämpfen um die richtigen Positionen wird Transparenz als Mittel und Waffe eingesetzt. Indem immer wieder neue Termine entwickelt werden, wird der Teil der Piraten, der nicht flexibel sein kann, nicht an der richtigen Stelle wohnt, an der falschen Gegend Hessen zum Beispiel, zunehmend ausgegrenzt. Die Ressource Zeit begünstigt die Jungen und Ungebundenen, diejenigen, die nur Freunde innerhalb der Partei haben. Telcos werden schon mal am Ostermontag abgehalten. Es wird erwartet, dass man sich dem Diktat der Transparenz unterwirft. Oder um mit Golding zu sprechen, das Verhalten der einzelnen Überlebenden als Individuum und ihr Gruppenverhalten verwandelt die paradiesische Insel bald in ein höllisches Inferno. Die anerzogene Friedfertigkeit tritt zunehmend hinter ein rohes Faustrecht zurück. Obwohl fast alle Charaktere keine offensichtlich gewalttätigen Züge aufweisen, entsteht in Konfliktmomenten eine gefährliche Gruppendynamik. Einzelne Stimmen werden zu einem Stimmengewirr, die Menge wird logischen Argumenten mehr oder weniger unzugänglich. Die Kinder spalten sich in zwei Gruppen, die Jäger und die Hüttenbauer. Um in dieser Analogie zu bleiben, diejenigen, die im Wesentlichen gegen irgendetwas kämpfen wollen und sich damit stabilisieren, und diejenigen, die die Partei durch konzentrierte Arbeit langfristig aufstellen wollen. Die größere Gruppe der Überlebenden will sich allerdings bei Golding und auch bei uns in der Partei nicht der langwierigen, mühseligen Aufgabe des Hüttenbaus und des Signalfeuers stellen, also der Programmarbeit und der Überzeugungsarbeit auf Infoständen, sondern findet das Jagen viel spannender, denn das bringt schnelle und direkte Resultate, so wie es viel spannender ist, gegen irgendetwas zu demonstrieren, als sich mit komplexer Materie fundiert auseinanderzusetzen. In der Folge kommt es im Buch zum Mord und Totschlag, in der Partei sind wir gerade dabei. Der Konflikt im Buch eskaliert in einer gnadenlosen Hetzjagd auf die letzten Nichtjäger, in deren Verlauf die Kinder die ganze Insel anzünden. Am Ende kommt im Buch übrigens die Marine und rettet Überlebenden. Bei den Piraten wird höchstens der Klabautermann kommen. Was jetzt noch kommt? Die große Masse der Parteimitglieder wird, wie bisher schon, nicht an den Parteitagen teilnehmen. Wir unterschätzen, wie leicht Menschen kränkbar sind.
Insbesondere unterschätzen wir, wie sehr Akademiker andere Menschen ausgrenzen, allein durch Sprache. Das muss man nicht mal wollen. Viele potenzielle Interessenten an einer Veränderung der Gesellschaft haben bereits aufgegeben bzw. werden aufgeben, sobald sie merken, dass sie nicht wirklich erwünscht sind. Das ist ein Skandal, aber er wird von den Besserpiraten nicht skandalisiert, obwohl sie das Skandalisieren bei jeder Gelegenheit ausgiebig zelebrieren. Die Abwesenheit der Mehrheit nützt nämlich. Sie können sich im kleinen Kreis der bekannten Gesichter besser durchsetzen. Wenn aber wie in Neumünster bei einer 30.000 Mitgliederpartei nur 1.500 abstimmen, also 5%, dann ist das nicht mehr demokratisch, das ist lächerlich. Es wäre unsere allererste Aufgabe als Partei, genau das zu ändern. Wir werden aber zudem in der Folge die intelligenteren Leute verlieren, und zwar sobald die mitkriegen, dass ihre Mitarbeit keine Früchte trägt. Und wir werden viele vollkommen erschöpfte Leute verlieren, auch hier wieder diejenigen, die wissen, dass das Leben im Real Life stattfindet und dass der Mensch Schlaf, Liebe, Beziehungen, Zeit braucht. Nur die Besserpiraten werden gnadenlos durchhalten, bis sie an den Futtertrögen der Macht sind. Und dann werden sie über die finanziellen Mittel verfügen, ihre innerparteiliche Meinungsführerschaft zu zementieren. Ganz am Ende werden wir zu Recht auch die Wähler verlieren. Denn wir werden unser Versprechen nicht gehalten haben. Und dieses Versprechen war die Teilhabe der Bevölkerung und nicht die Bildung einer neuen Partei. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ihr werdet gemerkt haben, ich habe es zugespitzt. Und nichtsdestotrotz, ich habe wirklich das Gefühl, wir sind in einer Situation, wo speziell die Leute, die wir eigentlich integrieren müssen in die Partei, also diejenigen, die später dazugestoßen sind, diejenigen, die uns wählen, die an unsere Stammtische kommen, im Grunde nicht wiederkommen. Und ich finde, da müssen wir was ändern. Das war eigentlich das Ziel dieser ganzen Geschichte. Und nochmal, bevor wir jetzt loslegen, ich wollte nicht Leute persönlich kränken. Mir ging es darum zu sagen, da ist ein Strukturproblem. Ich bin mir auch nicht sicher, was die Lösung ist. Auch da bin ich mir vollkommen unklar. Ich glaube nur, dass dieses Nichtvorhandensein von dieser Anerkennung von bestimmten Strukturen uns in richtig böse Schwierigkeiten bringen wird. Aber ja, jetzt mal zur Diskussion. Facebook und Twitter ab, habe ich immer schon vorher. Und ich bin sogar der Meinung, ich bin Bewohner, Pirat. Ich habe das halt nicht so weiß erst später entstanden. Was ich dazu sagen will, konkret, weil du das vorhin schon im Vortrag angemahnt hast, wir müssen halt klar die Botschaft bringen, dass wir Richtung Schweizer Demokratie in nur Richtung, es muss ja nicht perfekt so sein, aber wir müssen klare Antworten geben, um auch das zu verhindern. Möglicherweise durch ein Wahlsystem, das Leute mitstimmen lässt, die nicht vor Ort anwesend sein können. Ja, ich habe jetzt schon ausgeguckt, wie das in Bochum ist und wie man dann hinkommt und so weiter. Das müssen wir halt konkret lösen. Dazu muss man einen konkreten Antrag stellen. Punkt. Ja. Ich denke mal, dass es sich solche Gruppen bilden, die sich länger kennen. Das ist ein ganz normales soziales Verhalten. Das wird man nicht ändern können. Ganz klar. Allerdings muss man auch sehen, was soll's? Das Mitmachen in so einer Partei muss nicht darüber laufen, dass man in die Machtstrukturen reinkommt. Das ist die Machtstruktur hierbei. Sondern das, was früher eigentlich auch Usus war, was aber so ein bisschen leider eingeschlafen ist, tun sich ein paar Leute zusammen und machen was. Dazu braucht man keinen der Älteren, die erfahren sind oder sowas. Eventuell fragt man dann mal einen hier, wie komme ich da ans Geld ran, was in der Art. Aber dieses einfach mal von sich aus Aktion zeigen und was organisieren. Das ist, glaube ich, in letzter Zeit so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also was heißt Vergessenheit, sondern zurückgegangen. Und da kommt dann auch, dass wiederum viele neue Mitglieder dazukommen, die kennen das eigentlich auch schon gar nicht mehr. Und da denke ich, ist ein großes Problem drin, dass man das wieder, also das
Wir, natürlich, als Vorstand wird man häufig auch gewählt, weil man gut vernetzt ist. Aber was will man als Vorstand? Man will die Partei selbst voranbringen. Mehr kann man da eigentlich nicht mehr machen bei uns, wenn es richtig läuft. Man kann Verwaltungsstrukturen schaffen. Und da müssen wir auch wirklich hin, dass das so kommt, dass wirklich der Mitmachcharakter wieder von jedem selbst kommt. Unabhängig davon, wo er gerade ist, mit wem er vernetzt ist, sondern da muss man rein. Ja, da wollte ich nur zu Lothar sagen, da schweben aber die Leute irgendwo im luftleeren Raum. Also die kommen an, die kommen mal auf den Stammtisch, dann sind sie vielleicht nicht irgendwie direkt integriert, fühlen sich da so nicht ganz wohl, kommen da ein, zwei Mal hin und wenn das da nicht passiert, dass da irgendwo ein Funke überspringt, irgendwie glaube ich, dann kommen die drittes Mal nicht wieder. Und dieses Mitmachen, dieses Mitmachen können, das muss man den Leuten, die muss man schütteln und muss ihnen eigentlich sagen, du kannst, du darfst, aber die haben die Werkzeuge nicht, wir haben uns Strukturen geschaffen intern, die wir nutzen, von wegen, du kannst ja ein Pad aufmachen, du kannst ja Wiki was schreiben, du kannst ja irgendwie Mumble-Telco machen, organisier doch mal was. Darfst du, kannst du alles, aber damit schlägst du, glaube ich, jeden, der neu kommt, der fühlt sich überfordert, dann zieht er sich zurück und dann ist er raus. Dann ist gut. Ja. Ja. Okay. Das war jetzt ein sehr guter Text. Ich kann mich da 100% mit identifizieren, mit deinen Beobachtungen, auch mit den soziologischen Analysen. Mit Sicherheit sind gewisse Dinge systemimmanent. Ich habe auch einen anstrengenden Job und eine Beziehung und einen Freundeskreis und eine Familie und so weiter. Und ich arbeite dann einfach nach einer Weile gerne auch mit Leuten, wo ich das versuche, mich immer wieder offen zu machen, wo ich merke, die sind jetzt verlässlich. Das geht gar nicht anders, sonst kann man diese Ehrenämter vielleicht auch gar nicht machen oder es können eben nur Leute, die sehr, sehr viel Zeit haben. Auf der anderen Seite glaube ich, ich finde es übrigens schade, dass der, wenn ich gerade richtig sehe, der Herbert Busche gerade nicht hier im Raum ist, der könnte nämlich eine sehr schöne Parallele machen. Da muss ich dem Lothar widersprechen. Mitmachen, im Moment noch, ja, kein Ding. Ja, du kannst ganz problemlos auch kein Pirat sein, machst hier einen Slot, auch begeisterst heute für irgendeine Sache. Nur wir werden definitiv in eine Situation kommen, ich glaube, die Hessen kennen es vielleicht dann noch nicht so wie andere Landesverbände, wo diejenigen, die Mandate haben, die Mittel haben, die Mitarbeiter haben, die auch Vollzeitpiraten sind, aber dafür bezahlt werden, die Veranstaltungen machen können. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Parallele, sage ich das nur mal kurz, da ging es um den Schulenverband und einen sehr prominenten Grünen und die haben dann den, nach der Wiedervereinigung den Ostdeutschen Schulenverband neu gegründet und gepäppelt und sich dann ihre Hausmacht aufgebaut. Die ziehen sich dann einfach Basis und diese Basis sind auch keine bösen Menschen, die da nicht drauf achten könnten oder zu doof wären, sondern die nehmen einfach diese Veranstaltungen wahr. Und ich glaube, was man machen könnte, sind zwei Dinge. Das erste ist, wir haben ja längst noch nicht so eine wirkliche Differenzierung in verschiedenen Dingen. Das heißt, man kann viele auch neue Mitglieder oder Leute, die sich bisher frustriert waren einzubringen, kann man an gewisse Themen ranbringen. Ich habe gerade mal auf der Liste gepostet, wie sieht es denn aus mit Energiepolitik und ich bin ganz sicher, dass da ganz, ganz viele Leute noch Spaß dran haben, sich in ganz unterschiedlichen, ganz differenziertes Thema einzubringen. Das zweite ist, genau das wie heute, wir müssen sensibilisieren. Wann schaffen wir Strukturen, die über das Natürliche hinausgehen? Wie kann ich mich immer wieder offen machen für neue Leute? Wie kann ich gucken, wie das, was ich tue, ohne dass ich es böse meine, wahrgenommen wird als Elitenbildung? Und wenn man da regelmäßig den Finger in die Wunde legt, dann ist das zumindest der erste Schritt, da wach zu bleiben. Aber mit Sicherheit sind wir gerade in der Phase, wo wir die letzten Weichen nochmal stellen, bevor sich das tatsächlich zementiert. Ja, also das war letztlich auch der Grund, warum ich glaube, wir sind eigentlich schon zu spät, weil wir bereits in vier Parlamenten Macht zementiert haben, und zwar bestimmte Leute, die anfangen jetzt die Parteidiskussion zu dominieren. Deswegen sage ich, wir Hessen müssen im Grunde es schaffen, da nochmal was anders zu machen, sonst sind wir nicht weg vom Fest. Also ich sehe wirklich die Gefahr, dass wenn wir hier jetzt nicht was ganz anders machen lassen, als die anderen, schaffen wir nur eine weitere Partei und geht damit in die Überversicht. Weil die braucht wirklich kein Mensch mehr. Ja? Moment. Darf ich mal, die Box piept hier die ganze Zeit, das anstrengend, kannst du das?
Das ist wahrscheinlich vom Kabel, weil das Kabel nicht, eins von den grauen Boxenkabeln, ich guck mal gerade. Okay, also dann. Also ich habe teilweise mehrere Schwierigkeiten mit dem Text, wenn ich bin. Zum einen sagst du ja, diese Transparenz, ja, die man dann vorleben muss quasi, um da sich in der Partei zu präsentieren. Ja, soll ich nicht transparent sein? Schließe ich damit die anderen quasi nicht aus? Wie soll ich denn meine Arbeitsweise gestalten? Entweder ich versuche halt so viel möglich öffentlich zu machen, damit sich andere darauf stürzen können und sich mit einfügen können. Oder ich mache es eben nicht transparent, haben wir immer diese Klüngelgeschichte. So, das ist das eine. Ja, ich könnte es ganz gerne antworten. Also ich denke, der Punkt ist, dass da Transparenz erstmal als Ideal da ist, ist ja sozusagen die geschichtliche Entwicklung. Leute, die sozusagen von vornherein im Web 2.0 unterwegs sind, haben das transparent gestaltet. Das ist nicht etwas, was die machen, um etwas zu erzeugen. Woran ich ansetze, ist, dass es sozusagen ein Mechanismus ist, der passiert. Du bist transparent, du bist dauernd präsent, dadurch passiert, dass du Elite wirst. Ich sage gar nicht, dass das böse oder schlimm ist, es passiert einfach. Und was aber dann auch passiert ist, dass Leute, die das nicht beherrschen, also was weiß ich, ein 50-jähriger Mann, der in die Partei eintritt, der nicht unbedingt Akademiker ist, der vielleicht nicht in der Lage ist, sich einen Twitter-Account oder, also ich weiß, wie lange ich gebraucht habe, um zu wissen, wie ich den ganzen Scheiß überhaupt verstehe. Und diese Leute schließen wir aus. Und eigentlich war doch der Gedanke ursprünglich mal, wirklich viele Leute mit ins Boot zu nehmen. Und an dieser Stelle hast du auf der einen Seite Leute, die das beherrschen, weil sie es gut beherrschen können, und du hast keine Offenheit mehr nach außen. Und da sehe ich das Problem. Also das Problem ist einfach, dass wenn du irgendwann Leute hast, die bestimmte Sachen schon die ganze Zeit gemacht haben, und dann kommt einer und sagt, ich bin 2012 eingetreten, deswegen habe ich den Jürgen Erdmann zitiert. Meiner Ansicht nach sollten wir so bereit sein als Partei, auch Leute, die 2012 eintreten, wenn wir auf dem Parteitag klar machen können, dass sie ein guter Delegierter für den Landtag sind, dass wir die trotzdem nehmen, weil wir sonst zu sind. Meiner Ansicht nach, wenn wir uns an dieser Stelle verschließen, sind wir tot. Das war... Also, oh. Ich sehe vorhin auf der anderen Seite, ganz ehrlich, die Transparenz funktioniert, ich sag mal aus unserem Kreis, aber dann kriegst du ja auch über verschiedene Kanäle, du hast die Mailingliste, du hast jede Woche einen Stammtisch, den wir mittlerweile so machen, dass sämtliche Regionen abgedeckt sind. Das heißt, wir versuchen, größtmögliche Option zu schaffen, dass jeder, egal ob online oder offline ist, teilnehmen kann, sich partizipieren kann und sich einbringen kann. Was sehe ich davon? Es sind immer die gleichen Leute, die überall dran teilnehmen. Ja? Also wir versuchen, Angebote zu schaffen, sie werden scheinbar nicht angenommen. Das ist ein Problem, was wir in diesem Bereich haben. Weil es ist sehr schwierig, noch mehr zu leisten, noch mehr Angebote anzubieten, um eben noch zugänglich zu werden. Ja? Wenn neue Mitglieder oder neue Personen auf Stammtische kommen, ja, dann ist der Vorstand Zeit, setzt zu denen, redet mit denen, was ist eure Intention, was wollt ihr machen, sagt denen, okay, wie könnt ihr euch einbinden in unsere Arbeit und so weiter und so fort, auf Kreisverbandsebene, zumindest bei uns, ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich oder hoffentlich bestätigen, versuchen wir das umzusetzen. Ja? So, dann kommt aber der andere Punkt, dann sagst du, es sind immer die gleichen Leute, die dann Parteitage organisieren, die Versammlungsleitung stellen. Ja, super toll. Wenn die es nicht machen, macht es halt keiner. Und dann sind wir am Arsch auf der Einnahmenseite. Also das ist doch die Hauptdiskrepanz. Wir wollen zwar gerne Basisdemokratie haben und alles soll mitmachen, aber es kommt dann auch zu wenig von den Leuten. Und mehr als anbieten und tun und machen kann man nicht. Es muss auch was zu tun. Und da beißt sich nämlich die Katze in den Schwanz, um es mal so zu sagen. Ich habe dich so verstanden, dass deine Frage ja war, ist einer, der den Parteitag organisiert, dann gleichzeitig guter Delegierter, ein guter Landtagsabgeordneter? War ja auch eine Frage mit. Machen die das dann nicht alle untereinander aus, die den Parteitag organisiert haben, weil die sich alle kennen? So habe ich da jetzt so ein bisschen Quintessenz rausgezogen. Wie entstehen, die ja sehr kritisiert sind, solche Berliner Mandatsträger, woher sind die gekommen, wieso vertreten die oft nicht einen Konsens, der in der Partei ist, sondern verkünden ihr eigenes. Ich habe dich schon so verstanden, dass du gesagt hast, wir kommen dann in Institutionen, was brauchen wir da für Strukturen und wie kommen wir dahin, dass nicht die, die sich schon lange kennen, das unter sich ausmachen, egal ob sie es
wollen können, ob es andere besser können. Ich glaube, mir ging es da an dieser Stelle nie darum, die Personen als solche zu kritisieren. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Ich meinte nicht einzelne Personen, ich meinte strukturell. Ja, ich glaube, es ist einfach so, dass man Menschen, die man immer wieder sieht, und wir sehen uns ja alle hier immer wieder, wir kennen uns und deswegen mögen wir uns auch, weil wir uns irgendwie dauernd sehen und weil wir alle das Gefühl, wir erleben uns ja alle als Leute, die sich für die Partei engagieren und deswegen sind wir alle erstmal gut füreinander. Das ist etwas, was überhaupt technisch gar nicht anders möglich ist. Das ist sozusagen ein psychologisches Phänomen. Das ist nicht das, was ich kritisiere. Was ich meine ist, es fehlt im Grunde eine Struktur, die verhindert, dass genau das dazu führt, dass wir dann auch diejenigen sind, die wir sympathisch und nett finden, die wir dann in bestimmte Mandate wählen. Und dann haben wir sozusagen eine Struktur zementiert, weil wir dann nicht mehr offen sind. Das war mein Gedanke. So, jetzt erst nochmal. Wir müssen mal die Pause einhalten, dass man nicht aus dem ganzen System hier rauskommt. Ja, sorry. Also wir haben offiziell ist es jetzt zu Ende. Was wir jetzt reden, ist Mittagspause. Also redet einfach weiter. Es geht um Viertel. Warte mal, wir haben jetzt eine Mittagspause bis Viertel vor zwei. Bleiben wir mal reden. Gut, lass mal mit dem roten Kopf tuch. Ja, einfach. Ich habe das so verstanden, dass es. Hallo, Leute, kurz ruhig, weil. Baumlänger. Wir müssen, also das fände ich schon wichtig, einfach, dass jeder gehört wird. Ja. Also ich nehme mit, dass es eine Sensibilisierung ist, das handelt von Innenkultur. Wie gehen wir miteinander um, mit anderen Positionen? Wenn man in Twitter sich mal als ungeschickt äußert, gerade am Anfang, wird man dann gleich rausgeflauscht oder reingeflauscht? Oder, meine Twitter, Mumble, diese ganzen Tools muss man erstmal beherrschen, technisch. Und dann muss man die Spielregeln beherrschen. Und wenn man viele gute Ideen werden rausgemäntelt, weil sie von den falschen Leuten kommen oder weil sie falsch geäußert werden. Und das ist eine Kultur, da müssen wir schon aufpassen, dass wir uns, so habe ich es verstanden, nicht zu eng fassen, dass wir offen bleiben und eben auch die Paraden der nächsten Generation sozusagen mit aufnehmen und uns nicht verschließen, die Leute, die es schon kennen, die ausgrenzen, die sich da erst einarbeiten müssen. So habe ich es, oder? Auf das, ja. Hm? Auf das, ja, Matthias und dann Sascha. Also grundsätzlich muss ich jetzt mal sagen, also ich finde das Problem des Textes, was du geschrieben hast, das sehe ich auch. Allerdings finde ich den Text nicht passend dazu. Wir müssen auch einfach mal dazu sagen, wir sind zwar eine Mitmachpartei, wir sind 30.000 Leute, aber von denen wollen maximal 10-15% tatsächlich was machen. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir die nicht was machen lassen, wir die jetzt hier aktiver sind, sondern die wollen einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir akzeptieren müssen, dass die nicht wollen, was zu machen. Ich weiß nicht, es ist diese Beduselungs- und Berieselungsgesellschaften, in die wir reingeraten sind, irgendeiner wird es schon machen. Wir, die hier sind und etwas machen, wir sind ja im Allgemeinen auch schon etwas länger dabei, vielleicht kommen wir auch aus der Generation Pioniere. Wir haben diese Partei irgendwie aufgebaut und wenn man was machen musste, wussten wir ganz genau, dass wir was machen müssen. Weil wir können nicht irgendwo hinkommen und sagen, mach doch mal. Erlebe aber jetzt, wenn ich irgendwo hinkomme, wenn neue Mitglieder dabei sind, ja, an wen muss ich mich denn wenden, wenn ich einen Infostand mache? Hey, mach's einfach. Ne, die machen das nicht. Die wollen irgendwie eine Struktur haben. Das ist eine andere Generation. Vielleicht müssen wir einfach umdenken, um das ein bisschen anders zu machen. Also ich erkenne dieses Problem, aber eine Lösung dafür, außer die Leute zu motivieren, was zu machen, und wenn sie es nicht tun, haben sie ehrlicherweise meines Erachtens Pech gehabt. Man kann die Leute nur fragen, mach mit, ich nehme dich mit und frag nicht, wo das Problem ist. Aber ich kann, wie du es eben so schön beschrieben hast, wir machen die Stammtische überall. Wer ist da? Immer die gleichen. Das nützt nichts. Du kannst dann machen, was wir. Die Leute wollen nicht abgeholt werden. Die wollen einfach zu Hause sein und so irgendwie anders verbal oder mental unterstützen. Keine Ahnung. Ja. Ich benutze mal das böse Wort piratisieren, allerdings möchte ich es kurz definieren. Also wir haben ja auch schon gesprochen, es gibt gewisse Probleme, weil Leute als Leitfiguren gesehen wurden. Ich kenne das ja von mir aus dem Kreis, da kommt ein Neuer und sagt, oh, Chef, ja, und ich denke mir so, shit happens, mit Sicherheit nicht, ja, sondern Pirat, Punkt aus Ende, ja. Wir müssen den Leuten, die neu zu uns kommen, und das ist eben, glaube ich, das Wichtige, wir müssen dir beibringen, Piraten zu sein. Und Pirat definiere ich darin, dass man jederzeit machen kann, seine Meinung sagen darf,
aber anderen gegenüber respektvoll und anständig. Ja, das ist einfach nur der Punkt. Jeder kann hier tun lassen, was er will, seine Meinung sagen, aber es muss respektvoll dem Individuum gegenüber was. Das müssen wir dann halt bringen. Danke. Also, erstmal bist du jetzt dran. Erik, also ich fand den Text ziemlich unanalytisch, muss ich sagen. Es ist mir auch nicht klar geworden, was genau, also wir haben ja verschiedene Probleme und die sind ja eigentlich erstmal auch nicht piratenspezifisch. Es ist eben, es gibt Lehrkriege, es gibt irgendwelche Vortänzer und es gibt Bedürfnisse oder Leute, die auch sich von solchen Vortänzern vielleicht arg mitreißen lassen und dann nicht selber denken. Das ist aber bei Piraten eher weniger als anderswo und ich kenne auch noch andere Parteien, auch zum Teil von innen. Ich finde es, das, man kann vieles problematisieren. Also sind jetzt unsere Probleme, sind es sozusagen die alteingesessenen Netzwerke oder sind es gerade die neuen, in Anführungszeichen, Karrieristen, die jetzt die Partei unterwandern oder übernehmen wollen? Ich fand es schlecht, wirklich das Schlechte war dein Vortrag, dass du sehr stark subjektive Sachen reingemischt hast. Das sind schon so Sachen wie das, wie Jürgen Erkmann zitierst, der gesagt hat, irgendwie, ich bin seit Februar Pause 2007 Mitglied. Und dann hast du hineininterpretiert, dass er damit ja hätte sagen wollen, dass er ja besonders toll ist oder sowas. Das hat er nicht gesagt. Das ist in deinem Kopf passiert. Während, aber interessanterweise, am Anfang hast du dich vorgestellt und hast gesagt, ich bin der Matthias, ich habe das und das studiert, ich arbeite so und so und ich habe 3 Kinder. Ich bin also jemand, der aus dem normalen Leben, voll im normalen Leben steht. Das war eine sehr eindeutige Positionierung, womit du genau das gemacht hast, was du Jürgen untergeschrieben hast, mit einer Sachinformation. Du hast aber expliziert gesagt, ja, deswegen bin ich, im Gegensatz vielleicht zu jemandem, der nicht in Erwerbsarbeit hat, nicht studiert hat und keine Familie hat, bin ich jemand, der also voll im Leben steht. Du hast zwar natürlich, hast du auf vielen Punkten recht, wie gesagt, es gibt diese ganzen Probleme, und vor allem werden sie uns auch von außen zum Teil aufgezwängt, weil einfach, ja, es gibt kein bedingungsloses Grundeinkommen und das heißt, es gibt eine Hierarchie, dadurch, dass bestimmte Leute in Parlamente gewählt werden und dann haben sie Geld und können Vollzeitpolitik machen und es gibt viele Leute, die das nicht haben. Und das ist aber, das wird uns aufgezwungen, da müssen wir auch mit umgehen, aber das ist nicht piratenspezifisch, überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, seit wann ist Joachim Paul Mitglied der Piratenpartei? Also da will ich auch Daten haben. Wenn du sagst, es werden immer dieselben Leute irgendwie ins Parlament gewählt, da will ich verdammte Daten zu haben. Nach meiner Meinung ist es nicht so. Da kommen Leute, die sind seit einem halben Jahr Mitglied der Piratenpartei, die sind gut, die kriegen Spitzenplätze auf den Listen. Und ich möchte auch, das klingt so ein bisschen für mich durch, wenn jetzt meinetwegen der Sepp rennt immer rum und macht Streaming überall und ich weiß gar nicht, woher diese ganze Kraft rennt und ich finde es total geil. Und das ist jetzt mal unabhängig davon, ob der Sepp nachher vielleicht auf irgendeiner Liste landet oder nicht, aber dieses Ding, das finde ich schon bizarr, dass man sagt, diese Leute, die immer dieselben Leute organisieren, das ist ein Problem. Das kann man nicht wahr sein. Das ist leicht, wenn wir die Leute haben. Lass auf. Okay, deswegen, wie gesagt, ich habe versucht deutlich zu machen, dass ich das grundsätzlich nicht als Problem sehe, sondern dass ich das Strukturproblem sehe und nicht die Leute als Problem. Jetzt erstmal du, dann Christian, dann Jan. Gut, Schmiede aus Frankfurt. Was mir auf dem Text auffällt, ist, dass es wohl als Problem empfunden wird, dass eine völlige Minderheit der Piraten auf Landesparteitagen Entscheidungen für die ganze Partei präsentieren. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass auf dem NPT 240 Nasen erscheinen bei 2000 Mitgliedern, das sind 15%, davon muss eine einfache Mehrheit etwas abstimmen, weil 7,5% der Mitglieder haben etwas beschlossen, das für alle verbindlich ist. Die einen können sagen, nur wer sich engagiert hat Stimmrecht, ich sehe darin ein verdecktes Delegiertensystem, weil nur die Leute, die Zeit, Geld und Aufwand nicht scheuen, um sich zum Landesparteitag zu bewegen, haben ein Stimmrecht. Das ist ein Delegiertensystem. Deswegen finde ich, sollten wir uns eine Methode überlegen, wie die Leute, die keine Zeit haben, ähnlich an der Briefwahl bei Bundestagswahlen, sich auch an diesem Entscheidungsprozess beteiligen können. Dass nicht nur die anwesenden Aktiven entscheiden können, sondern dass jeder eine Gelegenheit hat, dazu seine Meinung anzugeben. Verbindlich. Das sehe ich. Genau. Christian? Also ich habe gerade, ich muss sagen, ich habe deine Vorstellung deines Textes bekommen. Ich habe jetzt nur mitgehört, was jetzt gesagt wurde. Und ich muss dazu zum Matthias auch mal was sagen. Also wir müssen die Leute, man muss die Leute abholen. Ja, nicht jeder ist abholungswillig, das ist klar. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, ich habe da ja vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen mal was mit dem Christoph Stelter zusammengeschrieben. Der Christoph macht da jetzt auch eine AG daraus, wo er versucht,
Grundzüge den Leuten darzulegen, wie die Arbeit bei uns funktioniert. Ja, sie funktioniert bei uns anders. Und jeder, der vorher, bevor er bei uns war, woanders politisch engagiert hat oder auch in anderen Vereinen, der wird diesen Unterschied kennen, wie es bei uns. Bei uns ist halt tatsächlich das Ding, ich habe die Idee, ich mache das jetzt und sollte es nicht im krassen Gegensatz zu unserem Programm stehen, dann wird auch keiner irgendwie böses Wort sagen, oh, wie kannst du das? Das passt, oder sollte keiner sagen, oh, wie kannst du das? Aber genau das haben wir. Einer macht was und 100 andere sagen, oh, wie kannst du das? Hättest du da, hättest du jetzt erstmal den Tunnel fragen müssen als Vorstand und das kannst du doch gar nicht selber machen. Und das ist nämlich auch wieder eine Hürde, die wir haben, dass die Leute, die was machen, die sind permanent in der Kritik und das kennt jeder, der sich bei uns sehr stark engagiert, der steht permanent unter Kritik. Damit kann auch nicht jeder umgehen. Es gibt Leute, denen ist es dann sagen, okay, ich höre nur auf die Leute jetzt, die auf dessen Meinung ich zähle, die jetzt halt meiner Ansicht irgendwo vernünftig sind oder irgendwas ähnliches. Keine Ahnung, dass, wie die Leute sich das dann ausmachen. Und die Leute, die dann einfach nur permanent meckern und nie was machen, die blenden dich halt einfach aus. Aber auch das ist eine große Hürde für Leute, einfach was zu machen, weil sie Angst haben davor. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt mache, kann ich das jetzt wirklich machen? Nachher kommt der Schnapper und sagt, oh, du hast was gegen die Kirche gesagt, das kannst du doch nicht machen. So nur mal als Beispiel. Gegen eine Kirche. Auch genau da muss ein Umdenken stattfinden. Das ist halt bei uns nicht nur der Vorstand, der macht. Es hat mal ein bekannterer Pirat, nicht aus Hessen, hat mal gesagt, mir ist egal, wer unter mir Vorstand ist. Und eigentlich genau hat er das Recht, hat damit recht. Als Basis kann es mir egal sein, wer die verwaltende Arbeit des Landesverbandes macht und wer dann unter mir Vorstand ist. Und genau da müssen wir hin. Das muss man halt erstmal die Leute reinkriegen, dieses Arbeitsverhalten. Und wo wir halt auch ganz schnell weg müssen, es kommen dann immer ganz tolle Leute an mit tollen Ideen und ja, es könnte mal jemand was tun. Klassensprecher, tu doch was, so nach dem Motto. Ich habe in der Mitgliedsdatenbank, wo ich Gänseck war, mal nachgeguckt, jedenfalls in Hessen ist dieser jemand nicht gelistet. Ich weiß nicht, wo er gelistet ist, aber jedenfalls nicht in Hessen. Und wenn du das auf die hessische Mailingliste schreibst, nützt das nicht. Dann lieber, wenn ich eine Idee habe, entweder ich sage, ich brauche Hilfe und möchte diese Idee umsetzen, oder ich mache einfach. Und das ist aber auch so ein krasses Umdenken zu normalen Vereinen, wo dann der Vorstand, wo ich nach dem Vorstand fragen muss, darf ich das jetzt machen? Oder zu anderen Parteien, wo ich gar nicht die Chance dazu habe, dass man das erstmal irgendwie, ich weiß, habe auch keine Idee, wie man das den Leuten kommunizieren kann, dieses einfach nur hinschreiben, ja mach doch einfach, klingt auch so ein bisschen, ich habe keinen Bock mich mit dir zu befassen, dann mach doch, was du willst. Das ist auch wieder der falsche Weg. Aber allein dieses Selbstinitiative, aus Selbstinitiative was machen, in die Leute reinzubringen, das ist halt furchtbar schwer. Und da kommt dann auch die nächste Frage. Ist das ein Satz? Ja, dafür, dass du den Text nicht mehr gehört hast. Das ist ja interessant, sag ich mal. Ja, wolltest du jetzt was sagen, oder? Wenn 3000 Leute alles machen, dann geht das auch nicht. Das muss schon Koordination sein. Das muss man auch noch schaffen. Vielleicht bin ich die einzige Betroffene. Ich bin nämlich jüngst in die Partei eingetreten. Habe ich lange Zeit geistig und auch mit Lesen damit befasst. Jetzt als quasi, ich denke mal, ich bin eine der Kritischsten. Ist für mich die Frage, was kann ich tun? Ich brauche einen Leitfaden, an dem ich setzen kann, damit ich es falsch mache. Ich bin kein Vielschreiber, habe ich gar nicht die Zeit dazu. Aber was kann ich trotzdem tun? Ich kann an den Stammtischen von der Zeit her in dieser Umgebung, aus Langen zum Beispiel, nicht teilnehmen, weil meine Arbeitszeit nicht zulässt. Aber was kann ich tun? Die Frage ist dann, den Vorstand fragen, beziehungsweise den Landesverbänden, beziehungsweise den Kreisverband Offenbach, frage ich den, gib mir einen Tipp, was kann ich tun? Das muss sein, müsste man auf die Breite mehr ausgeben, damit also auch der kleine Baustein dabei was tun kann oder was man was rüberbringen kann, wenn es so ein Thema ist. Es gibt viele Leute, die keine Ahnung von Twitter und von Facebook haben, dass man da vielleicht mehr Informationen, wie er schon sagte, mit Briefings mehr Informationen für unsere Transparenzarbeit. Also vielleicht auch mal den Kreisverband in Offenbach fragen. Aber das ist halt die Frage,
diese Sache mit der Struktur, die bildet sich doch automatisch, weil ich als Neuling nicht an irgendjemanden hängen muss. Von daher ist die Frage. Also da müsste man halt nochmal fragen, welcher Kreispirat ist gerade da und kann ihr das mal erläutern. Zum Beispiel. Aber nochmal jetzt die, du dann und Cemo dann und dann Lothar dann Schluss. Ja, also ich bin kein Pirat und finde es aber sehr gut und auch von dir sehr mutig, dass du dich hier hinstellst und so eine Analyse anfertigst. Das wird jetzt unterschiedlich hier aufgefasst, ist ja auch klar, weil alle die meisten, die hier sitzen, sind halt Mitglied der Partei und das hat dann ja auch immer was mit einem selbst zu tun. Deswegen die unterschiedlichen Reaktionen. Ich finde es aber sehr wichtig und deswegen auch nochmal so an dich, cool, dass du das hier machst, dass du dieses Thema ansprichst, weil die Partei ja immer noch im Aufbau ist und ich finde es extrem wichtig, dass ihr euch diesen Fragen auch stellt und dass jetzt hier einfach eine gute Möglichkeit ist, über so einen Beitrag sich auch diesen Fragen mal zu stellen. Dankeschön. Also, wenn ich mir die Antworten so anhöre, also wenn ich deinen Text interpretiere, hat das nichts damit zu tun, dass es ein Vorwurf gegen die Leute ist, die etwas tun oder etwas ausrichten, sondern es geht wirklich um ein strukturelles Problem, was wir momentan haben. Die Strukturen, die, so wie sie jetzt momentan sind, begünstigen einen Typ von Menschen, das war, glaube ich, das, was du am Schluss geschrieben hast, mit den Futtertrögen, die quasi, wenn die einfach nur auf diesen Zug aufspringen, sind sie ganz schnell an irgendeinem Mandat. Und auch die Geschichte mit dem Herr der Fliegen, dass wir uns gegenseitig, ich sag mal, zerfleischen, dass uns einfach die Erwachsenen fehlen, interpretiere ich eigentlich in dem Punkt, wir brauchen Strukturen und vor allem Werte. Weil, ich sag mal so ein kleiner Hieb so Richtung Berlin, das begünstigt es halt. Da kommen einfach Leute, die sagen, hey, okay, hier kannst du schnell was tun, du kommst in eine bestimmte Position, wo dir nicht nur... wo du materiell nochmal frei bist, das, was du im Kopf hast, umzusetzen. Und dadurch, dass wir nicht festgeschriebene Sachen haben, das merken wir ja schon in der Diskussion vorhin, was ist Gerechtigkeit, was ist Nicht-Gerechtigkeit. Das zieht sich ja durch alles rum. Was ist unser Freiheitsbegriff, was ist unser Gerechtigkeitsbegriff, was verstehen wir unter Politik, was bedeutet Demokratie. Bevor wir diese Sachen geklärt haben, wandern wir jetzt schon quasi, beschäftigen uns damit, ja, morgen Landtag, Bundestag und was kommt noch? Wir machen uns überflüssig. Und deswegen finde ich es genial, dass du dich hier hinsetzt, einfach das wirklich auch offen kommunizierst, auch wenn es nicht analytisch ist, auch wenn es was weiß ich nicht ist. Es ist einfach das, was momentan hier in der Partei passiert und wo ich auch glaube, dass ganz viele Leute, wenn ich in die Gesichter in dieser Runde schaue, als du es vorgelesen hast, die immer wieder zustimmend genickt haben. Und deswegen sollten wir die Diskussion auch weiter forcieren und vorantreiben, weil sonst machen wir uns wenig über uns. Ja, das finde ich schön. Lothar, ich will noch ganz kurz was sagen, Tim, und deswegen habe ich den Ralf auch gebeten, den Text auf Piratengedanken zu stellen, damit wir sozusagen einfach da auch noch eine breitere Öffentlichkeit hinkriegen und sozusagen auch vielleicht innerhalb der Partei. Das ist ja ein Versuch, auf Probleme, die wir kriegen, hinzuweisen. Und im Grunde darum geht es, also im Grunde erstmal zu gucken, wo könnte das Problem eigentlich liegen, damit wir nicht in den Abgrund laufen. Ja, so, Lothar. Ja, du hast so schön gesagt, du weißt nicht, was du tun kannst. Du möchtest, du fragst, was kannst du tun? Das ist genau das, was ich in meinem ersten Beitrag dazu gemeint habe. Wir müssen dazu kommen, dass Leute nicht fragen, was kann ich tun? Andere fragen, dass sie wieder sich fragen, was möchte ich tun? Deshalb, das ist das, was der Roman gesagt hat, man muss ja auch nicht geraten werden.